Servus zusammen, recht herzlich willkommen wieder auf der Rehbach. Eine weitere Folge LS22 und ich sitze im Glas und muss hier noch die letzte Bahn, die letzte kleine Bahnwiese mähen, hier auf der 13, auf unserer Glückswiese sozusagen. Der Fendt, der neue Fendt Vario kommt uns hier mit dem Schwader gerade entgegen, macht auch seinen Job. Und das erste Feld, wie gesagt, ist soweit aufbereitet. Ich werde jetzt hier noch fertig mähen. Dann fahren wir rüber zu unserer dritten Wiese. Dann machen wir die nämlich auch ready. Und dann stellt sich für uns heute in der Folge eine kleine Frage. Warum bzw. wie sollen wir jetzt hier Ballen machen? Ich habe nämlich so ein bisschen nachgedacht und mir ist aufgefallen bzw. eingefallen. Wir wollten ursprünglich mit unserem kleinen Ballen Wickler arbeiten. So, wir müssen hier lang. Wir wollten mit unserem kleinen Ballenwickler arbeiten und anschließend dann mit einem Göweil die Ballen wickeln. Das sind ja zwei Arbeitsgänge, Freunde. Und ich sehe gerade, hier liegt jede Menge Material. Und das Problem ist eben, der Wickler, der macht nur 125 cm Ballen. Und da mache ich mir ein kleines bisschen Sorge, ob wir hier nicht, ja, bis Ende des Jahres hier mit Wickeln beschäftigt sind. So, hier muss man ein kleines bisschen aufpassen, ne, dass man hier nicht aufsetzt mit seinen Gerätschaften. So sollte das passen. Dann fahren wir mal hier rüber durchs Dorf und dann zu unserer anderen Wiese, während der Vario weiterarbeitet, der Helfer arbeitet. Ich sehe es am Kontostand, der da immer ein bisschen abnimmt. Ja, der Mann muss auch bezahlt werden oder die Frau, je nachdem, wer da gerade drin sitzt. Jetzt überlege ich gerade, lass mich mal in die Karte schauen, kommen wir denn auch zu unserer Wiese, wenn wir jetzt gerade ausfahren? Ja, können wir auch machen. So, dann fahren wir doch hier gerade mal am Dorf vorbei. Das ist ja unsere andere Wiese. Die wächst auch schon wieder freundlich und groß vor sich hin. Ah, okay, landwirtschaftlicher Weg. Ah, da ist auch wieder so eine Wasserstelle. Ach, das ist ja interessant, gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. So, hier müssen wir jetzt rechts abbiegen. Ja, in der Ecke war ich jetzt auch noch nicht. Das bietet sich mal an, einfach mal andere Fahrwege auszuprobieren. Und wichtig, immer wenn da Pfützen sind, ein bisschen Gas runter. Ihr merkt es, das sind richtige Pfützen. Ja, da hat der Kalle wieder gute Arbeit geleistet. Also da kann man nicht durchheizen wie wild. So, Pfütze. Und da haben wir auch noch eine Pfütze. Ist das jetzt schon unser Feld? Nein, das ist noch nicht unser Feld. Wir müssen vorbei an dem kleinen Schuppen, wo ich mir ja mal gedacht habe, dass wir da zukünftig die entsprechenden Grasbearbeitungsgeräte reinstellen. Aber da war ja noch nicht das Thema, dass wir mit so vielen Grasflächen jetzt zukünftig arbeiten. So, hier ist diese Scheune, dieser Schuppen. Okay, und hier ist unser Feld. So, ja, dann steigen wir doch hier ein. Schauen wir nochmal, ob das soweit passt. Ja, es knickt um, also optimal. Dann haben wir drei Graswälder, das heißt, wir haben jede Menge zu tun und das deswegen auch eben jetzt. Achso, ich muss erst ausklappen. So, ausklappen, hinten auch ausklappen. Jupp. Und jetzt bin ich mal wieder gespannt, weil ich hatte so die Befürchtung beim letzten Feld, dass wir hier schon wieder unseren Feldrand verändern. So, hinten. Und los geht's. Ja, hier sieht es auch schon wieder so aus, als würde er hier irgendwas anders machen. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das dann darstellt, wenn wir die ganze Schwart aufgenommen haben. Denn ihr erinnert euch sicherlich auf der Galgenberg und auch auf der Neubartelsagen. Da hatte ich immer das Problem, dass wenn ich mit dem Mäher irgendwo drüber gefahren bin, dann hat er mir neue Feldränder erstellt. Eine ganz komische Geschichte. Das hatte ich zum Beispiel auf der Neuminibrunn nicht. Und hier bis dato auch noch nicht. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, ob sich da wirklich wieder was getan hat oder was verändert hat. Denn er zeigt unten links auf der Karte auf jeden Fall eine Veränderung an. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, du musst ja auch nicht über den Feldrand hinausfahren. So, hier ebenfalls, oder?
Nein, hier glaube ich, bleibt der Feldrand. Zeigt er links unten an. Naja, wir werden es sehen, wenn ich die Schwart aufgenommen habe. Dann sieht man auch wieder besser, wo wächst das ursprüngliche Gras, wo wächst das andere Gras. Nee, hier sieht es soweit gut aus. Und dann würde ich doch sagen, schicken wir hier einfach mal den Helfer los. Das müsste doch so passen. Oder kriegt er jetzt mit dem Baum ein Problem? Ich hoffe nicht. Ach, das ist ja interessant. Hier an der Stelle hat er das Gras gar nicht gemäht, sondern nur da vorne. Okay. Unabhängig davon muss ich sagen, bin ich ja mit unserem großen Feld hier auch nicht ganz so einverstanden mit der 17. Also auch hier hat sich der Fendt gezeigt, als er die Schwart gelegt hat, dass der Helfer hier immer Probleme hat mit dem Wenden. Dann wendet er nochmal und wendet nochmal und macht irgendwelche komischen Dinge und irgendwann fährt er dann in die richtige Spur. Und das war auch der Grund, warum wir dann hier bei der Aussaat mit dem Fendt immer die Probleme hatten, dass er dann immer irgendwelche Stücke hier, so kleine angesäte Stücke produziert hat und dann anschließend dann doch in die richtige Spur. Und hier war das auch wieder der Fall, dass er dann gemeint hat, er müsste so fahren und dann nochmal so. Also ganz komische Geschichte. So, also er macht das ordentlich und so wie ich das sehe, ist der Fendt auch soweit durch. Okay. So. Ja, das kommt gerade kein Verkehr. Dann werden wir das hier am Rand nochmal ein bisschen besser legen. So, damit wir da auf jeden Fall etwas besser rankommen. Und ihr seht schon, wie er da drüber fährt. Also das ist ordentlich Material jetzt. Da haben wir gut gearbeitet, was Düngen, Kalken und die Feldbearbeitung angeht. Apropos Feldbearbeitung, wie sieht es denn mit den Boden? Ach, Schande. Schau mal hier. 78, wir haben uns jetzt auf 8% hochgearbeitet nach der Ernte, ist klar, dann macht sich das alles bemerkbar. Und dann sieht man auch, Bodenbearbeitung fehlt ja noch, was ich nicht ganz verstehe, denn hier haben wir ja gepflügt. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem Feld, hier haben wir 76, das ist gerade hochgesprungen, weil nämlich der Glas gerade mäht und dadurch sich hier auch die Werte gerade verändern. Auch hier haben wir hochgebekommen und hier. Okay, wir sind hier überall auf 77. Was uns fehlt, ist natürlich die Unkrautbekämpfung, weil wir natürlich noch keine gemacht haben, weil ja Gras das nicht unbedingt braucht. Also um hier auf höhere Werte zu kommen, müssten wir hier mal was anderes draufpacken und dann Unkraut bekämpfen, damit wir hier auch die volle Punktzahl von 15 erreichen, um dann eventuell so auf 12-13% hochzugehen. Aber 8% ist auch schon sehr, sehr schick, denn damit kriegen wir natürlich auch dann im Winter, wenn wir unsere Erträge verkaufen, auch entsprechende Bonis. Ich glaube, das können wir eigentlich so lassen. Ja gut, wir können mal Folgendes machen. Wir können natürlich hier ein bisschen die Kurve reinfahren, ne? Wir können hier natürlich mal die Kurve reinfahren. Und theoretisch müssten wir eigentlich auch das hier zusammenlegen können. Und dann werden wir den erstmal wegbringen, denn der Klaas soll erstmal das Feld mähen. Wir müssen uns jetzt erstmal anschauen, wie wir mit den Ballen zurechtkommen. Deswegen denke ich, mieten wir uns eine Kombi. Genau das wollte ich sagen. Wir werden uns, glaube ich, für die Folge jetzt eine Kombi mieten. Und das Ganze mal antesten. Denn es würde sich hier zum Beispiel die Fassbäler anbieten. Aber das habe ich mir dann auch angeguckt. Und ja, gefällt mir jetzt auch nicht so richtig. So, da drüben sind die Kühe vom, ich glaube, Eichenhof. Kann das sein? Ist das der Eichenhof, der sich hier direkt in der Ortschaft befindet? So, dann müssen wir hier wieder durch. Hier können wir, wie gesagt, kostenlos Wasser aufnehmen. Was wir aber meines Wissens gar nicht brauchen hier, denn unsere Kühe brauchen, glaube ich, kein Wasser, oder? Das ist natürlich wieder, wenn man verschiedene Maps spielt. Ja, die Kühe brauchen Milchstroh, Gülle, die brauchen gar kein Wasser, also insofern ist das hinfällig. Aber nichtsdestoweniger, wer Wasser braucht, da gibt es diese Furten, so ist glaube ich eher richtig, die Furten. Und da kann man auf jeden Fall kostenlos Wasser aufnehmen. Auf der Kallebach war dann sogar ein Symbol, ein Trigger.
der fehlt hier, aber sollte, glaube ich, kein Thema sein. Und wir erinnern uns an der Oberschwaben, da gibt es auch so eine Wasserentnahmestelle oben bei der Bäckerei. So, wir sehen den Klaas da links immer noch fleißig arbeiten. Und dann bringen wir das hier mal weg. Und dann gehen wir das Thema Wickler an. Weil sonst wird das wirklich eine ganz schön zeitintensive Geschichte. Deswegen möchte ich dann doch lieber eine Kombi erstmal, damit wir vorwärts kommen. So, Heu brauchen wir ja nicht. Und wenn, dann machen wir das auf dem anderen Feld. Sozusagen haben wir jetzt drei Felder, die wir nur für die Silage bearbeiten. Huch, ja, das wird wieder... Also der ist schon so ganz speziell, ne, beim Lenken. Weil irgendwie die Hinterachse mit weg... die Achse mit... lenkt, muss man da immer so ein bisschen Auge drauf werfen und darf nicht zu schnell einschlagen. Also das ist schon sehr speziell. Okay, dann fahren wir mal rüber zum Händler. Wir erinnern uns, wir haben 142 PS jetzt hier, nachdem wir ja den Kollegen gegen den Vario getauscht hatten, der ja genau 150 hatte. Aber ich erhoffe mir natürlich eine gewisse... Oh, das sehe ich jetzt auch gerade, das hatte ich total vergessen. Wir müssen natürlich das Gerät hier warten. So. Das wird uns natürlich auch wieder ein bisschen was kosten. Ah! Nee, das wollte ich auf gar keinen Fall. So, völlig falsch. Reparieren für 2948 auf jeden Fall. So, jetzt brauchen wir wieder ein Gewicht. Habe ich denn mein Original-Fendt-Gewicht? Aber insofern auch nicht schlecht. Ja, das sind doch meine Original-Fendt-Gewichte. Dann kaufen wir einfach das, dann passt das wieder. Schwuppdiwupp. Und 1200 sollte eigentlich völlig ausreichend sein für den Kleinen hier. Ansonsten haben wir ja auch hinten Gewichte drin in der Achse, in der Hinterachse. Radgewichte. Okay, so, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also... da ist nichts Neues hinzugekommen. Wir haben eine Ballenpresse und zwar von Pöttinger Standard 100 PS und die hat 125 cm, 17 km/h. Und unser Heidenei, unser Fendt 142. Und jetzt schauen wir mal bei den Ballenpressen. Und ich habe jetzt zuerst gedacht, wir nehmen hier die Fast Baler, weil die den schönen Vorteil hat, die kann praktisch durchfahren und hat eben Zweikammertechnologie und wirft die Ballen dann während der Fahrt aus und kann noch neu aufnehmen. Wird aber natürlich deutlich langsamer, weil der richtet sich nach der Schwart, wie viel der da aufnehmen kann. Und bei der dicken Schwart, die wir da haben, und der hat nur 125er Zentimeter, macht er nämlich auch nur, denke ich, fahren wir dann mit schlappen 2-3 km/h übers Feld und das ist es auch nicht. So, das ist ja unser Spezialpöttinger, zum Beispiel, wenn man häckselt, da hat ein Bunker, da kann man also direkt dann reinhäckseln. Und dann wird es auch schon ein wenig mau. Hier haben wir auch noch eine schöne Kombi von Göweil, aber auch nur 125. Und deswegen bin ich am Ende gelandet bei Fendt oder bei Massey Ferguson. Der Klaas macht auch nur 125. Der würde auch noch 150 machen, braucht aber 150 PS. Er braucht hier 140, genauso wie Massey Ferguson. Aber jetzt habe ich mir gedacht, wir werden dieses Teil hier ausleihen. Brauchen wir den Dreher? Den brauchen wir eigentlich nicht, denn es ist alles flach. Wir ändern aber mal die Folienfarbe, denn ich stehe auf... ne, wir nehmen mal grün. So, und das Ganze werden wir uns mieten zum Antesten für 4.300. Und wenn wir noch ein bisschen länger brauchen, dann kostet uns die weitere Arbeitsstunde nochmal 1.700. Also müssen wir etwas Gas geben. Okay, und damit legen wir los. Also ich denke doch, das müsste passen. Irgendwie sieht der Wickler größer aus als der Schlepper. Im Zweifel müssen wir halt mit dem Klaas ran. Im Zweifel müssen wir mit dem Klaas ran. Okay, los geht's. Die Frage, die ihr mir hier an der Stelle auch gerne beantworten könnt, wenn ich jetzt die Zeit runterdrehe auf 0,5, schauen wir erstmal, wie weit er hier ist. Ja, das sieht gut aus. Wenn ich hier die Zeit runterdrehe auf 0,5,
Kann ich dann tatsächlich länger wickeln? Oder bemisst er diese Stunde Arbeitszeit irgendwie doch intern? Das würde mich mal interessieren. Das weiß ich nämlich auch nicht. So, wir machen mal die Hilfe an, denn ich will automatisches Ablegen anschalten. So, das soll es gewesen sein. Lasst uns arbeiten, lasst uns fröhlich Ballen pressen. Aber vor allen Dingen halt auch wickeln. Ah, stopp, genau. Da muss ich stehen bleiben. Genau, beim Auswerfen. Ansonsten wickelt er die jetzt. Ach, stopp, wir wollten die ja noch... Ah, haben wir jetzt auch vergessen. Natürlich. Ja, wir wollen natürlich 150er, damit er nicht alle 3 Sekunden einwickelt. Okay, dann haben wir sozusagen 2 Testballen. Das Problem wird dann später wieder sein, dass wir die natürlich nicht dass wir die nicht auf denselben Ladewagen bringen. Ah, die Aufnahme ist bei dem, glaube ich, nicht ganz so dick, so breit, ne? Ja, das ist halt eben das Thema. Wenn wir jetzt hier dicke Schwart haben. So, mit 150 ist natürlich jetzt schon mal ein kleines bisschen besser. Da haben wir uns dann wieder natürlich ein bisschen Arbeit auferlegt, aber das gehört sich auch so, denn wir wollen ja ein kleines bisschen auch was zu tun haben hier auf der Map. Und ich denke, jetzt mit 150er kommen wir ein bisschen weiter. Ah, wir sind schon wieder am Anschlag. Okay, und rückwärts. Und dann müssen wir warten, bis er aufhört zu piepen. Und zu und weiter geht's. So, da bin ich mal gespannt, wie weit wir hier kommen. Die erste Schwart, die wir hochgefahren sind, die habe ich auch nochmal zusammengelegt. Also das war natürlich auch schon wieder eine Mega-Schwart. Oh ja, da hat er es gerade geschafft, den Ballen abzulegen. Also wir sind hier echt flott unterwegs mit dem Teil. In der Fendt-Kombi. Wobei man sagen muss, dass der schon auch preislich okay ist. Ich meine, die meisten Wickelkombinationen, die liegen ja dann ruckzuck bei 100 und mehr. Und der liegt bei knapp 85. So, jetzt warte ich mal, bis er den abgelegt hat. Sonst liegt er uns irgendwo Scheps herum. Oh ja, das wird ein abendfüllendes Programm, das sehe ich schon. Also wir haben jetzt hier schon 1, 2, 3, 4 Ballen. 4 Ballen auf dem Weg. Ja, da kommt einiges zusammen, aber das wollten wir ja auch. So, er macht sich schon wieder bemerkbar. Und der Klaas müsste doch jetzt in der Zwischenzeit fertig sein. Also da wird einiges zusammenkommen und da können wir auf jeden Fall den ganzen Winter durchheizen mit der BGA. Wobei wir heizen ja nicht mit der BGA, das macht man ja eigentlich mal mit einem Biomassekraftwerk, so wie der Sens zurzeit. Der sogar an den XML-Dateien rumschraubt. Spannende Geschichte, die letzte Folge von ihm. Nee, wir haben natürlich eine BGA und erzeugen ausschließlich Strom und keine Wärme meines Wissens. Außer natürlich in Form von Gas, von Methan, was man dann eben dann zum Heizen nehmen könnte. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier den Rest noch aufnehmen. Ups. Und voll und wieder ab den Ballen.
muss man natürlich aufpassen, dass er uns den Ball nicht in den Weg legt. Oh, hier hat es ein kleines Gefälle. Aber der bleibt liegen. Sehr schön. Dann machen wir hier einmal noch außen herum fertig. Aber der Fan packt es sehr, sehr gut mit seinen 142 PS. Also das passt ganz gut. Und vor allen Dingen halt dadurch, dass er die Automatik hat, das Automatikgetriebe, lässt sich deutlich besser fahren als mit dem Favorit, wenn wir nochmal rückwärts fahren müssen. Ja, und ich denke, in der nächsten Folge fangen wir schon mal an, auch die Ballen vom Feld zu holen. Und dazu brauchen wir dann unsere Fläche, unsere neue Baufläche. Und dann werden wir unser Ballenlager setzen. Das heißt, ich denke, wir werden mal demnächst bei unserer Bank vorbeischauen, nochmal einen Kredit aufnehmen. Wir hatten ja knapp 100.000 berechnet. 50, glaube ich, war ja für die BGA. 40 fürs Ballenlager. Wir brauchen aber knappe 19.000 noch für das Grundstück. Und das heißt, wir nehmen da nochmal 100.000 auf, 43 haben wir. Und wir müssten doch eigentlich auch mal irgendwann die erste Milch verkaufen können, damit wir endlich mal auch Einnahmen generieren. So, hier vorne noch abfahren. Okay. Und dann fahren wir hier in die Bahn rein. Und ich würde sagen, das sollte es für die heutige Folge gewesen sein. So, den Ball, da sind wir wieder deutlich drüber hinausgefahren. Das sollte es für die heutige Folge gewesen sein. Ihr seht also, es geht wieder flott, flott weiter. Wir gehen jetzt richtig hier in die Action, hier richtig mal Ballen pressen, Ballen wickeln und dann das Ganze auch dann mit einem kleinen Bau dann erweitern. Wir werden uns hier ein bisschen in die Richtung am Anfang natürlich BGA ist so eine Sache, die halt relativ schnell Geld bringt und unsere Milchkühe während Feld werden wir halt nur so ein bisschen Weizen machen, um halt an Stroh heranzukommen. Freunde, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Ich sage wieder mal recht herzlichen Dank fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Natürlich Däumchen und ein Abo wäre auch wunderschön für diesen Kanal. Damit würdet ihr mich fein unterstützen. Ich bedanke mich recht herzlich, sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Badenfarmer.